Jetzt nehme ich mal you know, auf. We do have a list for the radio commands. Translated in English. Wie lange versuchst du schon die Whisper-Liste beizubringen? Ja, gut. Rollen wir vor oder lassen wir die anderen vier vor? Wir rollen vor. Wir wollen vor. Wir wollen oder wir rollen? Beides. Wir rollen. Anon, stellst du dich wieder rechts hin? Ja, ich stehe im Moment rechts als zweite Maschine. Oh, jetzt also ich dann häng mich dann wieder an anderen dran oder wie mache ich das? Du Graf, bleibst einfach stehen. Ja, okay, dann ist gut. Okay. Ach Graf, du bist die Nummer 2 ganz vorne? Ich bin die 2, genau. Ich flieg mit Bubi und Praetorian fliegst du dann am besten mit Graf, würde ich sagen. Ja. Ja gut, dann fliege ich mit Graf. Und wer führt, Graf oder du? Warum, wir hatten mehr Einsätze. Okay. Ja, ich müsste mehr Einsätze haben da. Von den Resten, von Großbritannien zumindest noch. Also von meinem alten Charakter, ansonsten habe ich ja diesen historischen Charakter bekommen. Von da gehe ich stark davon aus, dass ich dann... Ja, dann stehe ich ja quasi schon richtig hier. Da muss nur noch unser letzter Mann ganz nach vorne kommen. Du bist die 5, ne? Ja, genau. Ja, guck, ich stehe gerade in der 110 drin. Also irgendwie Taxi fahren kann ich mit dem Ding hier gar nicht. Während du die Bremsen anhast, geht's ganz gut. Ich versuch's ja mit Bremsen, aber trotzdem dreht sich das Ding immer. Dauerhaft gedrückte Bremsen. Dann geht's. Ich hab die Bremse auf meiner Joystick-Schubachse. Die ist für Schub deaktiviert und... Mal gucken, wo ich dahin will. Okay, 3, 8, 5, 2 sind wir. Das ist doch gut. Ich da Anon? Ja, da sehe ich die Nummer 12. Hopp. Fick dich. Haben wir 8 Spaghettis? Ja. Oh. Brauchen wir auch. Brauchst ja 10.000 Schuss für eine Hurricane. Na, wenn du die gut triffst, dann geht die auch deutlich schneller down. Schwarmtaktik, alle auf einen, oder was? Hätte Fahrradkette. Ja, das ist wie bei den U-Boot fahren. Also ich stehe jetzt hier zwar direkt neben einer 110, aber eigentlich stehe ich in Position. Die 110er, die stehen ja richtig in Kuschelkurs hier, meine Güte. Und eine 110 hat eine weiße Nase, alle anderen mit der Battle of Britain Kammer. Auch ein Praetorian, wo ist der jetzt? Du stehst rechts. Der ist die 5, der steht. Also, das sehe ich dann nicht. Links hinter dir. Ah, okay. Also, welche Nummer muss ich jetzt folgen? Der Nummer 2, ne? Yep. Yep. Alles klar. Du, wir sollten uns da mal langsam auf den Weg machen. Die Bombe haben ja wie immer Airsporn genommen. Die werden schön auf uns warten müssen. Nachladen, die faule Sau. Wenigstens kein Sprit sparen, das ist schon mal. Schwamm 1 ready for takeoff. How about you, Schwamm 2? Just a moment, please. Ja, die drehen sich da noch ein bisschen. Ja, die 110er wollen los, dann sollt ihr doch schon mal starten. Ja, wir haben keinen Funkkontakt zu denen, die sollen starten. Hey, aber. Hey, also, schießen. Noch stehen wir gerade auf demselben Flugfeld. Wir machen einfach das Fenster auf. Mach Handzeichen. Wir machen einfach das Fenster auf und sagen: Verpiss dich! Junge, runter vom Rasen. So, der Benz Platz, man ist Zeit für die Ferraros, du. Der Sound bei Warfare, das ist so toll, wenn ich mit die Außenansicht gehe und drehe meinen Kopf im Headtracker, da höre ich immer wieder alle 2 Sekunden gar nichts mehr oder alle auf einmal oder. Ich habe den Sound immer irgendwie leise, damit ich die Stimmen besser verstehe. Nee, hab ich nicht, weil dann kannst du nämlich Flugzeuge auch hören, die ankommen, weil du kannst ja über einen dicken Motor, den du vor dir hast, kannst ja noch andere Flugzeuge hören, die einfach mal aus 800 Metern angerauscht kommen. Weil Realismus. Ja, genau. Guck mal, der macht Donuts. Ich hatte das neulich in Vancouver, als wir zurückgeflogen sind von Kanada, weißt du, auf der Straße entlang gefahren, einem normalen Auto im Stau gestanden, ja? Ein Turboprop-Flieger fliegt über uns drüber, hast ihn kommen sehen. Erst als er genau über uns drüber war, 200 Meter über uns, dann hast du ihn gehört. Wenn du im Auto mit dem Motor im Leerlauf sitzt. Also, wir werden so Videos zeigen von dem B-2-Bombern, die im Tiefflug über die Piste ballern. Da steht dann einer und du hörst gar nichts. Schwamm 2 is ready for takeoff. Boom, fliegt der Kerl, war der Kopf weg. Okay, dann Rakete. Schwamm 1, taking off. Rollen mit 50. Roll schon. Die brauchen ja ein bisschen, ne? 80. Und 90.
Spaghetti an Fleischbällchen, Spaghetti an Fleischbällchen, wie ist eure Position im Topf? Wie ist eure Position? Seid ihr schon im Topf? Und wo ist die verdammte Soße? Spaghetti 12 Solo. Wo ist der Käse? Wo ist der Käse? Ich wiederhole, wo ist der Käse? Spaghetti 2 Solo. Spaghetti 5 Solo. Ach, Solo. Es klappt eine Landung, nee. Ich gehe dann auf die rechte Seite. Schwamm to taking off. Was ich an den Fliegern nicht verstehe, ne? Von den Italienern sagt man immer, dass das ach so tolle Designer wären. Und die Dinger sehen aus hässlich. Das Ding ist hässlich Scheiße. Wie die Nacht. Ja. Ja. Wo ist denn hier unser Kompass? Im Cockpit. Den hast du unten da in der Mitte, das ist so ein komisches Kugelteil. Ah, das Ding in der Mitte ist das. Gut, Direkt unter der Aufhängung für das Visier. Ich habe ihn. Ja, genau. Wir kurbeln dann mal leicht über diese. Dünn, 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 dünn. Ach Gott, Alter. Warum mussten wir das heute spielen, ey? Ja, ich sag. Drecksohrwurm. Caruso 45. Weil es die Appellmusik aus dem Film Stalingrad ist? Weiß ich nicht, nein, das mussten wir heute auf der Kirmes spielen. Weil die Leute von den Funken das tierisch feuern. Alten Sturmpioniere, die alten. Von den Funken. Karnevalsverein. Hat nichts mit Sturmpionieren zu tun, du. Ja, bei Stalingrad waren es die Sturmpioniere und die haben das auch gespielt, als sie Bataillonsappell hatten. Tja. Noch besser war, dass wir dann kurz vorher Larida spielen mussten. Falls ihr das was sagt. Nee. Was? Wir fliegen ab sofort alle mit Rauch nach der Aktion letzte Woche. Na schön dann. Nicht, dass es was geholfen hätte, aber... Die wichtigen Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Rauch. Ja, haben sie in Malta auch gemacht. Damit sind ja, die Leuten Sicherheitsmaßnahmen sind buchstäblich Schall und Rauch. Boah, aber ja. Auch so einen kleinen Affen mit so einem Schlagzeug in der Ecke, der dann badum macht, weißt du? Oder diesen Schlagzeug, so ein Affen, der immer auf so ein Becken klopft und sich überschlägt. Ja, oder so. Ja. Ich glaub sogar, wir haben sowieso ein kleines Problem in der Staffel. Wenn wir nämlich anfangen mit den 109ern, sollte ja eigentlich Graf Zahl führen dürfen, aber der hat dann trotzdem weniger Einsätze als Alex und ich. Ja, weil ich den historischen Charakter zugeschoben gekriegt habe. Ist ja egal. Ich glaube, ich habe dir 27 Eindrücke reingedrückt. Anon hat 100 gekriegt. Ja, aber der hat ja auch schon 23 Abschüsse. Aber ich habe auch, mir wurden auch Kills weggenommen und alles, ne? Also technisch gesehen, bei dem Charakter jetzt. Ja, aber sonst hast du gar keinen Platz mehr im Jagd 21. Dein anderer Charakter ist immer noch im JG54. Ja, ist richtig. Er ist noch... 51 ist der. Oder 54. 54. Oh Gott, so lange warst du weg? Ja, ich weiß es gerade nicht mehr, ob ich 54 oder 51 war. 54 warst du. Stimmt, die Grünherzen da, ne? Ja. Frage Eile. Eile 285, Schub 91. Sind wir bald die Rotherzen? Ja. Ich glaub's auf die 109 habe ich schon drauf gemacht. Das rote Herz. Ja, wollte ich drauf machen, aber ich habe hier die 12. Die rote Herz, das rote Herz, also komplett nur ein rotes Herz haben die als Loger, die 26er. Ja. Alles klar. Personalliste ist auch schon fertig auf der Homepage. Stehst schon schön drin. Hab ich schon gesehen, dann mach ich die 2. Genau, jetzt ist das ja der Klaus. Klaus. Der Joachim, der Martin, der Martin, der Klaus und Pretorians Name weiß ich nicht mehr. Wir machen das bald Vollrollspiel, dann sprechen wir uns nur noch so an. Wie heißt denn meiner noch? Dann wird das so richtig cringy. Die ganze Kacke hier. Karl Waldhauser oder welcher? Nee, meiner das ist Lafia. Ja, stimmt. Wie heißt der? Irgendwas mit D oder R? Der? Aber ich. Nee, ich glaube, ich bin noch nicht beim Herzchen. Ich bin noch beim 54. Nee, oder so. Du hast ja trotzdem einen Namen. Ja, den habe ich in der Datei, habe ich den sogar auf dem PC. Ich weiß noch nicht mehr genau, welcher. Ich weiß im Moment nicht, welcher es genau ist. Ich habe gestern bei der Pazifik-Kampagne den falschen Namen angegeben. Ist mir aufgefallen, muss ich aufs Maul schreiben. Dass ihr immer euren Namen vergesst, ey.
Ich so, oh, das klang wie der, den ich hatte. Nee, hab ich nochmal nachgeguckt. Visual on the Bienen. On the Bienen? Hey, fucking so. Denglisch for the win. Hier Spaghetti 8, die Fleischbällchen haben uns gesichtet. Über uns qualmt's. Wie hoch? Warte mal, aber sind nicht wir die Fleischbällchen? Rechts, weil eigentlich kommt hoch. Doch die ich Soße oben drauf. Ja, einen einzelnen. Was, ein Bomber? Leute, kommt nicht eigentlich... Das ist ein Bomber. Hä? Butter. Was? Kommt nicht irgendwie eigentlich die Soße oben drauf? Da müssten wir, wir fliegen doch über den, da sind wir doch eigentlich die Fleischbällchen und die Soße. Ja, wir sind die Macaronis. Das sollen die Philosophen. Eigentlich sind wir die Macaronis und die Spaghetti-Bombe. Oder wir nennen die Macaronis. Das ist. Wir sind Spaghettis, die sind Macaronis. Komisch. Wo sind die anderen Bomber? Ich sehe auf unsere 3 Uhr noch einen. Ich merke gerade meinen fucking. Mein fucking TS-Avatar passt einfach so gut zu dem Gesprächsthema gerade. Ich glaube, den habe ich letzte Woche mal gesehen oder so. Ja, das war mit dem, wenn das fliegende Spaghetti-Monster uns nicht erschaffen hat, das warum ist dann die DNA so geformt, Fiebster? Ja, genau. Und ich verschieße hart gekochte Nudeln. Die tödlichsten Geschosse im Mittelmeer. Aha. Wieso, wenn ich mit den Kanonen hier schieße, habe ich das Gefühl, ich würde Lasergeschosse verschießen. Ich war um 2, hat 2, die hinterherhängen und folgt den 110 anstatt den Bombern. Ja, aber so Laser vom aktuellen menschlichen Entwicklungsstand, weißt du, so Dinger, die dann ja, eventuell so ein Muster auf die Oberfläche von dem feinen Laser tätowieren, aber, hier fast aber das ist auch nichts anderes. So richtig dicke Leuchtspurgaben. Als letzten Kaliber. Die dann nichts machen. Über Rolf, Caruso 270. Geht runter. Nicht drüber. Ach ja, Graf, das hast du auch noch nicht mitbekommen, glaube ich. Was denn? Wir haben, also zumindest in meinem Schwarm, neue Formationsflugregeln eingeführt. Mit drunter drüber, also wechseln in Kurven. Richtig. Nee, der in die Innenkurve geht, ist drunter. Der in die Außenkurve geht, ist drüber. Ah, okay. Habe ich letztens versucht, wenn du in der Innenkurve bist und über deinem Leader, kannst du ihn nicht sehen, weil er praktisch unter dir verschwindet. Ja, macht Sinn. Logic. Sehe ich 2 Bomber auf 11 Uhr. Caruso, also ich nehme an, dass das Laden wird sich schon wieder freuen, wenn die schon wieder so gut dabei sind, sich zu formieren. Ja, aber es sind ja eigentlich nur Erfahrene, oder? Ne, gut, Kepler ist... Nicht Kepler unbedingt ist erfahrener dabei. Bomberpilot, wenn du Jäger gewöhnt bist und da diese schnelle Antwort auf jeden Schubwechsel, dann ist das scheiße schwer mit Bombern zu fliegen, finde ich. Naja, eigentlich nicht, weil du hast für alles ewig Zeit. Ja, nee, eben nicht, weil wenn du dann zum Beispiel ein bisschen aufholen willst, gehst du ein bisschen hoch mit dem Schub und dann näherst du dich und dann gehst du wieder runter. Ja, aber bis wenigstens dann mal in der sichtbaren Nähe. Schwarm 2 to Schwarm 1, ja. Do we have recon planes on this map? No. Do we have what? Recon planes. No, there planes. Are no AI no, recon planes on this map. Then watch about 11 o'clock. That must be our bombers. Only 2 dots. Yes. Yes, we know we are missing one. I don't know why. One is somewhere else. We have seen him before, but you know. Victor. Wie war das? Die haben nur 10 Hurricanes, ne? Oder wie war die Regel? Keine Ahnung. Nee, im Februar. Die hätten eigentlich nur 8. Okay. Momentan fliegen sie, glaube ich, mit 12. War zumindest letzte Mission. Und das ja. Sind die Mark 1 oder die 2B? 1er. Heute fliegen sie auch wieder mit 12. Hat nicht ein Kartenwand. Ach Gott. Gut, wenn wir uns alle zusammen auf ein Ziel konzentrieren, kriegen wir mindestens einen kaputt. Von der ja, Mission. Wir kriegen noch mehr. Ich habe letzte Mission auch im Zweikampf einen abgeschossen bekommen. Das geht schon. Ach, war jetzt die Maschine ein ist... im Zweikampf echt ganz gut gegen die, den Hurricanes ebenbürtig. Du kannst eben schön turnen. Aber auch nicht zu lange, der hier verbraucht schneller Energie, du musst wirklich auf deine Energie achten. Hat jedenfalls wir keine großen Schub auf 80%. 80, Victor. Hat jedenfalls keine großen Probleme im Luftkampf mit Kanish, meinen Arsch aus seiner Schusslinie zu bewegen und hinter ihn zu kommen. Nur um ihn dann fertig zu machen, hat mir die Feuerkraft gefehlt, weil ich nichts Entscheidendes getroffen habe. Dann ist er abgehauen und hat halt ihre größte Schwäche gezeigt.
Kommst dem nicht einfach nicht hinterher, wenn er abhaut. Ja. Unmöglich. Ich hab mit Crimson Samurai, hab ich mich da bestimmt 10 Minuten gebettelt und, wie heißt es, der, da sind wir dann auch rumgekurvt. Das Einzige, was ich dann das Glück hatte, ich glaube, die Maschine hier ist ein bisschen stärker vom Motor. Auf jeden Fall konnte ich besser in die hohen Jojos gehen und dann, ihn irgendwann ausdrehen. Ja, die Hurricane ist ja extrem schlecht in vertikalen Manövern. Ja, ja. Weil dann konnte ich nämlich schon die hohen Jojos ziehen und er hat dann irgendwann halt komplette Energie, noch weniger Energie gehabt als ich. Ich meine, du hörst es, wenn du mit der fliegst, wie die Drehzahl sich mit der Geschwindigkeit erhöht, weil ich glaube, die hat einen Fixed-Pitch-Propeller. Ja. Was bedeutet, wenn du ihn auf Optimaldrehzahl laufen lässt und deine Optimaldrehzahl kennst und dort steigst, dann bist du wahrscheinlich besser als die Hurricane. Wenn du zu steil oder zu flach gehst, hat die Hurricane wahrscheinlich bessere Energieerhaltung. Ja. Nur weiß ich leider die optimale Geschwindigkeit nicht. Das Einzige, was ich gerade getestet habe, ist, dass diese Maschine selbst beim aus dem Sturzflug von 600 bis 700 km sich nicht die Flügel abreißt, wenn du direkt voll rausziehst. Also wenn du einen am Arsch hast und die da hinkriegst, dass sie doof genug ist, dir zu folgen. Das ist gut zu wissen. Ja. Ja. Davor brauchst du keine Angst haben. Seid ihr genau auf 80? Genau. Nee, ich bin ein bisschen 82, ich hole ein bisschen auf. Okay. Vom Kurs abgekommen. Wow. Der Chat. The clouds are so white, just like the Oscars. Oh lol, ich sehe euch einfach fast bis auf eure Ding, auf eure Streifen. Ist ekelhaft, ne? Vor den Wolken nicht mehr. Schrecklich. Das große Wolken-Update, jetzt sehr fotorealistisch. Die Wolken sind weder foto noch realistisch. Und schlechter als vorher sind sie auch noch. Doch, ja. Wenn du an den Horizont guckst, sehen sie fast aus wie echt, nur dass sie pixeln. Da hat fast der FSX hat ja fast noch bessere Wolken. Ich drück mich mal so aus. Für die Panzer sind die schön. Ja. Ja. Wenn die ohne Witz, da hat der Flugsimulator drehen, siehst du die Bombe eigentlich noch? Bessere Wolken. Ja, ja, auf 12 Uhr kommen gerade die. Ah ja, jetzt sehe ich sie wieder. Ach, da hinten. Da hat ein gemoddetes Minecraft bessere Wolken, meine Güte. Wir sind schon drüber. Und die sind eckig. Ja. Ich nehme, ja. Wo Kepler jetzt ist, oder ich nehme mal an, dass es Kepler ist, der weg ist. Gott, wo sind denn die 110? Ach, da oben, okay. Oder ich sehe ihn einfach nur nicht. Alles gut. Ja, stimmt, der kann unsichtbar sein. Wo sind die 110er? Hinten links über uns. Unten vor uns sind die 111er. Ja. Ja. Ah, und direkt und hinter Schwarm euch sind die right anderen. Side of the bombers. Ist Schwarm 2. Ja, wir werden auf der rechten Seite sein. Ja. Ich sag hinter, Wir kuppeln über Lisa. Auf Zahl sind die. Okay, innen war drunter, ne? Richtig. Hier. Also der also in die Innenkurve reingeht. Geht ja, genau. Dann passt das. Versucht runter zu gehen. Ja, nicht schlimm. Hat's funktioniert. Also ich hab's falsch gemacht. Ich war jetzt unter dir noch sogar, aber egal. Ich hatte jetzt das Vater mich hatte. Jemand hat viel enger rumgeturnt. Ich habe viel weniger eng geturnt, als eigentlich sollte. Ich finde, das ist mit den anderen Leuten in der Formation. Ja, Schaum 2, die sind gerade quasi innerhalb von uns noch geturnt. Ich ziehe gerade? Ja, es ist ein einziger. Jetzt habe ich auf einmal vier vor. Ah, das werden schon die 110er sein, ne? Mhm. Ja. Das Problem ist, bei den Wolken sehen wir auch die Bomber quasi nicht. Aber ich glaube zum Ziel ist es wieder wolkenfrei. Das ist eine Zeit lang. Wir reduzieren auf 70%. 70, Victor. So. Ja. Oh, ja, warte, 274 passt. Ja, irgendwie unökonomisch, ne? Eine ganze Staffel Jäger für 3 Bomber? Ja. Je nachdem, wie wichtig das Ziel ist. Dann würde ich einfach auch mehr Bomber schicken. Wenn das Ziel wichtig gewesen wäre, hätte man nicht nur eine Staffel hier. Ach, das ist der dritte Bomber, der da vorne war. Okay. Wir kurbeln einfach mit denen ein bisschen leicht über Lisa. Ja, habe ich Dreck am Bildschirm oder sind da aber 4? Ich sehe die 3 Bomber. Blau, weiß, grün. Ja. Vor uns sind 1, 2, 3, 4 Kontakte.
Blauer ist grün, ich meine jetzt... Eile 270. Meine auf... Oh, ich bin viel zu schnell. Auf unserer Höhe... Auf 80%. Auf 1 Uhr sind 4 Kontakte ja. feindlich. Ah, dann sind das... Also das... Kannst du davon ja, ausgehen, die, weil das... Die habe ich gemeint. Ja, ich habe ich gerade auch gesehen. Bombe habe ich im Raum... Im, den Wolken von der Richtung und so weiter passt, sollen wir uns irgendwie mal melden, dass wir bereit sind? Nö, wir fliegen ja jetzt erst wieder zurück. Wir fliegen jetzt zurück in den Nordosten und dann geht's los. Dann schreibe ich denen das. Wir schreiben erstmal den Bombern, das... Ja, ja, klar. Nachladen, das Startsignal geben. Schwarm 2, where are you in relation of the Bombers? Weil die sind Lisa von uns. We are to the left of Bomber. War ja, links unter uns. Ja, ja, hab sie. Wo sind die 110er? Ich glaube, das sind die 4 Punkte vor uns. Wir sind immer, die außen auf 2 Uhr. Weit. Vor den Wolken. Ja. Die ist ja auch nur. Das sind die anderen Spaghettis, aber wo sind die? Ne, das sind die 110er. Die Spaghettis sind auf links. Gras ist ein bisschen langsam. Ich bin auf 73 hoch. Wir sind auf 80. Ich dachte, wir sind auf 70 runter. Nee, gerade eben kam die Ansage 80. Ah, gut, hab ich verpasst. Wir kurbeln leicht über Rolf. Dann zieh ich mal kurz nach vorne. Ja, pass auf, du bist glaube ich unter mir. Kann das sein? Ja, ich pass auf. Wieder 70? Wieder 70. Hey, Schub 70. Ich hab dich schon gepasst, dann komm ich jetzt hoch. Ich denke, wir kurbeln über Rolf bis Caruso 90. Ich war da, wo man richtig einschätzen kann. Dann bin ich wieder. Ah, okay, wir sind ein bisschen langsam. Also wieder 80, Entschuldigung. Wir versuchen noch mal ein Stückchen zu steigen. Ansonsten machen wir 75. Nee, Die jetzt Bomber Spielbeginn. Ja, 270 haben sie geschrieben. Jetzt Smoke aus. Okay, weiß jetzt immer noch, wo die Briten, die wir gerade gespottet haben, sind? Keine Ahnung. Tube 90, wir steigen nämlich auch nicht mehr. Okay. Tube 90, Schub, Victor. Schub 90. Victor. 90, Victor. Ich hab das Gefühl, wenn die Briten ein bisschen höher reinkommen, sollten. Nee, wir ich nehme an, dass die auf unserer 12 Uhr tiefer, das sind die 110er immer noch. Ich sehe da gar nichts. Die 110er sein. Die sind direkt vor meiner Nase. Die 111er kurbeln, Rolf. Rolf, ja. Ich seh's, ja. Ja. Rolf. Wir kurbeln auch über Rolf. Swarm 2 to Swarm 1, we have visuals at the 12 o'clock, probably hurricanes. We think it's the 110s, but you can have a look. Geht runter, ne? Ja, ja. Geh drüber. Wir gehen drunter. Ja, wir gehen, ich geh drunter. Ach, ja, genau, deswegen gehen wir drüber. Ja, der nach innen zieht, geht runter. Ja, aber doch jetzt richtig. Die gerade ja. Mit Caruso 190. Weiter über Rolf bis Caruso 200. 220 machen wir. Immer noch Schub 90? Immer noch Schub 90. Wenn ihr irgendwie nicht mehr gut hinterherkommt, sofort Bescheid sagen. Noch geht's. Ich hab meinen. Ich fliege schon seit Frankreich. Die Frage ist jetzt, hat DC Geschwindigkeit in Übergrund oder Indicated? Denke mal Indicated, oder? Ja, weil sie fliegen uns nämlich nicht weg. Was ich erwarten würde, wenn sie 30 km schneller sind. Ich höre auf zu steigen und reduziere den Schub auf 75. Ja. Victor. Was ist auf unserer 9 Uhr? Das ist ein Dreierweg tief. Das ne, das sind unsere Bomber. Ah, gut, die sahen ein bisschen klein aus von gerade. Alles klar. Wir gucken leicht über Lisa und
Ja, ja, wir kommen ein bisschen stärker bei Lisa und fliegen wieder zu denen hin. Dann gehe ich rüber, oben. Ja. Hier gerade, Caruso 140. Ja, haben wir noticed. Schub 70? 75. 75, Victor. Oder du hast gemerkt, dass die nach Süden sind, ja. Ja, klar. 12 mal Uhr oder 1 Uhr der Bombe sehen wir mindestens 8, vielleicht 12, 12 ja. Fragezeichen. Auf 2 Uhr, ja. Oh je. Oh ja. Das sind sie alle. Drei Formationen. Swarm 1 attacking. Okay. Ah, ja, hab sie. Tube 90. Ja. 90, Victor. Ja, die kannst du auch nicht übersehen, Victor, heute. Ja, ich sehe sie gerade. Die sind gerade aufgeploppt und ich dachte mir so, uiuiui. Ah, der eine, uiuiui. Die eine Gruppe da wartet. Ja, ich glaube, die oder, wollen schön. Oder geht uns an. Die einen binden die Jäger, die anderen wollen die Bombe abschießen. Wir gucken über Wolf genau auf sie zu. Victor. Auf die 2 Uhr jetzt, ne? Dann gehe ich wieder oben lang. Wir fliegen einfach an ihnen vorbei. Ja. Okay, Rotte 1 kuppelt über Rolf, Rotte 2 kuppelt über Lisa. Victor. Ja. Schub 100, wenn ihr könnt. Sollte gehen, ja. Die drehen auf uns rein. Ja. Na, oder sie drehen weiter auf uns. Ja, die drehen auf uns. Ne, die drehen auf euch. Okay, ja. Bubi, mittendurch. Wir gehen in Not und greifen ein. Wir kurbeln eng über Rolf. Victor. Wir gehen hinterher. Da ist sich einer abgespaltet nach links. Ja, der hat seinen dran. Wir bleiben bei der anderen Gruppe. Ne, wir bleiben bei euch. Ihr behaltet die Sachen im Blick und warnt uns. Wir fliegen geradeaus, ja. Da machen wir nicht mit. Kuppeln leicht über Rolf. Wir haben jetzt einen auf der 6. Haben wir? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Du seid zu zweit und habt nur einen auf der 6? Zwei jetzt. Ja. Okay. Wir sehen euch. Bleiben. Könnt ihr. Wir gehen runter. Ja. Wir sehen euch. Also, wenn ihr sie ziehen könnt, kommen wir her. Wo seid ihr gerade? Also, ihr auf seid dann. Eurer 6. Okay, dann ziehen wir so. Wir rennen auch zwei Sechsen. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Ja klar. Aber wir werden im Moment noch schneller sein. Frage Caruso. Bist du noch an mir dran, Torian? Ja. Dann diven gerade welche auf dir. Dich. Ja, ich sehe es gerade. Zwei. Ja. Gucken, ob wir die in Turn falsch verwickeln können, das bringt nichts. Also so kriegen die gleich einen schönen Schuss auf mich. Ja, dann lass uns runter, warte. Könnt ihr gucken, ob wir den lief. Ja, ich muss runter. Eure Höhe. Okay. Ihr müsst nur uns befliegen. Ja. Ab. Komm wieder hoch. Puh. Okay, Bubi, ich dreh auf die rein. Die haben sich aufgeteilt. Ich hab den jetzt hinter mir. Einer ist hochgeblieben. Ja. Okay, Bubi, wir haben es jetzt mit dreien zu tun. Ich bin jetzt voll. Oh, er kommt auf mich ran, er hat auf mich geschossen. Auch nicht getroffen. Oh. Beide haben auf mich geschossen. Wir machen einen Split. Ich geh andersrum, du schaust weiter. Ich hab eine direkt vor mir. Okay, also, was hat da? Er geht dir hinterher, kannst du unter mich turnen? Über Rolf rollen? Ich glaube, ich komme dir jetzt entgegen, ich hoffe, das bist ja. Du. Ja, das bin ich. Ich bin hier gerade ein bisschen isoliert. Er hat mich getroffen. Split S. Bubi, nicht hochziehen. Bloß nie die Nase nach oben nehmen. Ah, Mist. Du hast den zweiten. Ich komme rein. Bubi, guck, dass du die Rollrate ausnutzen kannst. Ah, ich glaube, ich seid ihr da ziemlich hoch. Ich dive auf euch. Ja, ich bin mit einer anderen Hurricane gerade oben gewesen. Ich komme jetzt runter zu euch. Ich seh die da oben. Ich guck mal, ob ich da oben hinkomme. Ich wollte eigentlich, dass der sich die Flügel abreißt, der macht das aber nicht. Okay, er hat abgedreht. Kannst gerade ausfliegen erstmal. Pass auf, ich glaube, da kommt gerade einer reingetaucht. Ja.
Der committet nicht, der committet nicht. Okay. Arno, bist du jetzt hinter mir geflogen? Ich bin neben dir, ausweichen, Achtung, rechts. Achtung! Okay, das sind wir. Das sind Freunde. Ja, ich bin das, bei euch. Gerade angekommen. Okay. Vom Dive. Okay. Wir nehmen Caruso 0 und formieren uns wieder. Ja. Pretorian, ja, wurdest du gerade beschossen? Nein, ich bin aber gerade an zwei Hurricanes dran. Ja, ich komme dazu. Das bringt sonst nichts. Ubi, bist du bei mir? Da kommt noch eine dritte rein. Glaub nicht. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Hinter mir kommt eine Hurricane. Ich schieß, 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 schieß. Ich glaub, es fuck, die hat meinen Motor ruiniert. Ubi, guck mal auf deine 1 Uhr bis 2 Uhr. Dann zieh ich zurück. Ich hab... Welche Höhe? Bin auf der 6 von Hurricane. Ich muss zurück, nix, die hat meinen Motor ruiniert. Okay. Dann nimm mal Caruso über den Hafen, da siehst du Beschuss. Ich flieg in der nördlichen Insel. Ich hab eine Spint, ja, ist raus. Ja, ich sehe Beschuss, da wird gerade auf... Die ist raus, die Spint. Horrido. Ich fliege jetzt dorthin, wo der Schuss oder fängt war. Er sich wieder? Er hat sich wieder gefangen. Ich muss raus. Bubi, wie geht's deinem Flieger? Der linke Flügelspitze ist gelb, aber... Du bist noch kampffähig? Ja, ja. Okay, überm Hafen sehe ich jetzt mindestens eine Macaroni und eine Hurricane. Ich hab einen auf meiner 7 Uhr oder 8 Uhr tiefer. Seid ihr noch in dem Pulk drin? Links. Ja. Ja gut, ich sehe euch. Hast du gerade geschossen, ne? Arno? Ich hab gerade geschossen, ja. Gut, dann bin ich bei dir. Oh, ich bin getroffen. Ja, scheiße. Boah. Ich bin raus, falls ich es überhaupt schaffe. Ja, ich muss auch nach Hause. Mein Motor, in allen, ich leuchte in allen Farben. Scheiße. Ich bin an einer Hurricane dran. Bin bei dir, Graf. Scheiße, ja. Mann. Der geht gerade, der divet auf dich, wie das aussieht. Ja, das wird er nicht schaffen. Jetzt zieht er hoch. Ja, doch, der versucht's. Ich bin dran. Ja, aber kann nicht. Okay, ich werde nicht verfolgt. Siehst du hinter ihm oder zieh ich? Ja, ich zieh ihn hinten dran. Er ist hochgezogen. Treffer. Raucht. Noch mehr Treffer. Bestätige. Du kriegst eine 6 rein. Alles klar. Oh. Das war ein guter Treffer. Gegen dich oder wie? Ja, ja. Wir haben ein bisschen die Kontrolle verloren, hab sie wieder. Florian, bist du noch auf dem Rückweg? Ja. Ja, ich würde mich. Auch wollen wir uns zurückziehen? Ja, wir sind deine zurück. Höhe und rauchst du noch? Okay. Ja. Welche Richtung müssen wir zurück? Guck mal auf deine 50 Nordosten. Schau mal, jetzt mal leaving the battlefield. Guck mal auf deine 5 Uhr hoch. Wieder ein. Wie hoch? Kannst du flacher ziehen? Ich bin auf fast 4. Ja. Das wäre tief. Ich bin auf 51. Frage, Caruso. Ach so. Ne, dann bist du das nicht. Dann okay. Ist das ein anderer. 300. Die hat abgelassen. Die zieht wieder hoch. Die rauchende, ne? Die habe ich beschädigt. Die kannst du, wenn du die finishen könntest, wäre das super. Siehst du, kannst du hinter dich gucken, ob mich die andere anfliegt? Ja, aber die braucht noch ein Stück. Jetzt kommt sie. Danke. Lichtkontakt. Ich kann nicht mehr helfen, ich bin zu... Ja, die rauchende ist in einem kleinen Spin. Siehst du die Spin? Negativ. Ich bin zu weit weg mittlerweile. Ich schieß nochmal drauf. Guck mal nach hinten. Ja. Ja, sehe ich. Ich glaube, ich habe die Bombe auf meiner... runterfallen? Auf meiner 9... 8... Du hast jetzt eine 6, pass auf. Ja, das weiß ich. Gut. My lass uns zurückziehen. Goodness, how far can you go on this bloody map? Very far. Viel zu weit, also wirklich. Wir müssen einfach nordwestlich über den Rand dann, ne? Nordöstlich. Nordöstlich, okay. Nordöstlich. Ich bin gerade schon bei B20 irgendwo da oben. Ach, okay, ja, dann ich muss mit der scheiß Hurricane auf meiner 6 kämpfen, ich kann nicht anders. Soll ich rumkommen? Ich kann es versuchen, also ein bisschen was kann ich noch. Victor. Das Ärgerliche, mit vernünftiger Bewaffnung hätte ich zwei gehabt. Ah ne. Flugzeugmodell leuchtet in allen Farben. Dito. Ich habe eine Deutschlandfahne. Das geht nur mit einem Ölleck. Hä? Das geht nur mit einem Ölleck. Nö. Öllecks habe ich keine. Nur überall Löcher und... Leitwerk ist... Auf der Schadensanzeige hast du eine deutsche Fahne. Ja. Okay. Meine ich ja. Das mit der Kanone ist echt ärgerlich an der Kiste, ne? So, jetzt bin ich bei A20. Jetzt dürfte ich doch langsam mal resettet werden, oder? Normalerweise kommst du gar nicht zu 20.
Also zumindest sieht's gerade so aus. Weil eigentlich extendet die Map doch nur, wenn du dann da oben in der Ecke bist, oder nicht? Ja, hast du auf 5000 Meter bist? Ja. Ich hab hier nämlich eine Rauch... Ah, ne, ich glaube, das ist eine 110. Ja, ich hab eine 110er, die mir hilft. Oh, ich hab die hier bei mir. Ich wollte gerade sagen, nämlich unknown, ich wollte dich gerade schon warnen, wenn das den 110er ist, ist gut, weil sonst wäre noch ein Dritter zu dir gekommen. Bist du zufällig gerade resettet worden, Pretorian? Nein. Da warst du das doch nicht. Okay. Ah, ich hab jetzt aber Return to Battlefield, also ich werde jetzt resettet. Ja, hab ich auch gerade. Bin aber noch auf 3. Ich bin resettet. Ich bin noch mal noch auf 5. Warte, ich sehe da unten was. Oh ja, ich glaube, ich sehe die Maschine, die du meinst. Reset. Ich hab jetzt ja, auch einen. Ich seh dich. Seh dich. Guck, ob ich dich rammen kann. Oh, wenn du schon nichts abschießt, kannst du wenigstens einen Verbündeten rammen, ne? Genau. Da zieh dich, abschießen. Mann. Ich kann die Flügel kaum noch halten. Muss mal wieder 20 nach rechts trimmen. Nee, reicht nicht. Nee, gut, ich lass dich das jetzt. Lass dich einfach mal fliegen und gucken, ob du landen kannst. Welche Höhe seid ihr? 3. Seid ihr zu dritt? Vor uns, ja, vor uns ist noch einer, ja. Ja, ja, gut, dann habe ich euch gefunden. Leaders from one need help in the harbor. Okay, mein Motor gibt jetzt gerade den Geist auf, alles klar. Brauchst du den Motor nicht, du bist weit hoch genug. Na, ich muss eh nicht landen. Ich bin ja resettet. Ja, ich werde das Ding sofort notwassern, also den Bericht schreiben, dann muss ich noch. Ich sollte das zwar nicht tun, aber ich bin gerade am Experimentieren. Was experimentierst du denn gerade? Eine Warnung, Notwassern ist... Ich experimentiere jetzt nach Hause fliegen. Notwassern ist hier keine gute Idee. Ich bin doch quasi schon gelandet. Sag's ja nur. Es reicht doch in Malta zu resetten, oder nicht? Ja. Eben. Ich werde jetzt resettet, gut, dann mache ich das nämlich jetzt auch, weil ich muss jetzt gleich weg. Irgendwie alles, was ich hier sehe, raucht. Alter, ich habe 2 Qualm geschossen mit zig Multis Schüssen und die wollten nicht sterben. Das ist wirklich ätzend. Bei fast 700 habe ich das Ding aus dem Dive mit vollem Anschlag rausgezogen. Die geht nicht kaputt. Was ist das denn bitte? Da ja, ist dir eine 109 zerschossen. Ja, yeah, deswegen meinte ich ja, im Notfall und das diven hoch. Das passiert nicht. Das wackelt nicht, nix, gar nix. Im Notfall diven mit der Kiste. Mhm. Ja, sind die nicht vielleicht qualmend in die Tiefe gestürzt? Wer? Die Hurricanes. Ich hab eine zum Spin gebracht, aber die hat sich gefangen. Die hat geraucht und die andere habe ich ja auch rauchen geschossen, aber die wollen einfach nicht sterben, die Scheißviecher, ne? Wenn sie nach unten wegstürzen und du siehst sie nicht mehr, kann man es als Abschuss werten, aber wenn sie wieder hochkommen, natürlich nicht. Nee, ich hab gesehen, dass der sich gefangen hat. Ja, dass das die gleiche ist, ne? Ja, genau. Nein, ich weiß, dass das die gleiche war. Ich weiß, dass es die gleiche war, da fusche ich jetzt nicht. Kannst du mir auch schlecht, du könntest dir in echt ja schlecht hinterher turnen, hinterher diven und gucken, ob er aufschlägt. Du sagst, ey, der ist brennt weg oder climbt weggestürzt. Who's the lone MC-200 heading towards the reset field? That's me. Niemals okay, Notwasserung. If I'm smoking, then it's me. Yes, I am smoking. Ja, dann hab ich gesehen. Hallo. Ja, aber Jungs. Grundsätzlich ist doch egal, wenn du resettet bist, bist du doch sowieso. Ich need to return to bist base. Du doch quasi zu Hause. Ich muss jetzt weg, deswegen mache ich das jetzt ganz schnell, die Notwasserung. We need to return to base. I do. Vergiss deinen Bericht nicht. Yeah. Mach nicht. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Vergiss deinen Bericht nicht. Mach ich nicht. Ja, man sieht sich.